Hallo und willkommen zu einem neuen Let's View. Erneut geht es um den Thomas Action und Figure Digest, hier schön mit dem Sturmtrupper, die Nummer 186 aus dem Jahre 2010. Der Thomas ist ein amerikanisches Toy-Magazin und zeigt aktuelle und Retro-Toys der Zeit, natürlich logischerweise 2010, ist über 10 Jahre her. Somit ist es eine kleine Zeitreise. Also rein in die andere Ansicht und wir schauen mal, was es damals so Schönes gab. Der Sturmtrupper, der klassische, einfach nur kultig. Das Bild ist einfach mega, sehr steif wirkt er, aber egal, das Motiv ist einfach nur kultig. Ihr seht das Jahr 2010 hier auch nochmal dick drauf. Schauen wir uns mal an, super Shogun-Sturmtrupper, mal sehen, was das bedeutet. Transformers-Werbung hier von Revenge of the Fallen. Eine exklusive Ravage-Figur gab es hier wohl mal, wenn man irgendwas gemacht hat, so ein bisschen mit exklusiveren Farben. Die Movies waren nicht ganz meine Sammelserie mehr, aber egal, das kann man verschmerzen. Da haben wir eine kleine Übersicht an Figuren. Eine sexy Emma Frost. Coole Bukia-Figuren, fangen wir mit an. Coole Statuen oder Sammel-Hinstellfiguren hier von Iron Man, dem roten Red Hulk und ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, welche Figur das gerade ist. Ich habe den Namen auf der Zunge liegen, aber leider nicht dabei. Die Droid Factory, hier schöne Werbung mit den Droiden, mit R2D2, Quatsch, mit C3PO und seinem weißen Kompagnon aus Hoth. Hier haben wir auch die White Queen, auch hier in verschiedenen Formen. Dr. Octopus, Elektro, so sahen die in Comics teilweise aus. Kurze News-Seite und dann wollen wir aber mal weiter gucken. Werbung für den Thomas. Hier kann man zwei Prototypen sogar gewinnen, wenn man das abonniert. DC Direct. Schöne Figuren eben halt von DC, Wonder Woman, verschiedene Art, Superman, Green Lantern. Auch hier weitere Figuren und Statuen und Wonder Woman kann man den Kopfschmuck, einen der Kopfschmucke, mehr so ein schwarz-weiß Batman. Super 7, der Sturmtrupper, okay. So sah ganz gut aus, vorne wie gesagt auf Seite 1, aber das wäre nicht meine Star Wars Figur, das ist eine total komische Sache. Faust abschießen, Füße auf Skates sieht das aus, wie Rollerskates. Nee. Kein schönes Teil. Also es ist kein schöner Stormtrooper, muss ich ganz ehrlich sagen. Sideshow Collectibles, richtig teure Figuren, aber auch richtig genial gemacht. Auch hier Jabba, wie er gerade erwürgt wird von Leia. Black Cat, Hulk, der Büsten, Turtles, das müsste Flint von G.I. Joe sein, hier Gambit in verschiedenen Kopfaufsätzen, wie ich sehe, hier Sabertooth von Marvel, was haben wir hier noch, Indiana Jones, auch Gandalf, hier seht ihr selbst so kleine wie Gremlins, das Inglourious Basterds könnte das sein, von Brad Pitt, auch hier Terminator, auch mega gelungen. Hier aus irgendeinem Saurierfilm, aus Dinosaurier, glaube ich. Oder aus, keine Ahnung, Jurassic Park könnte auch sein. Hier verschiedene Figuren noch. Sieht nach Buffy aus. Auch den Arm nur von Terminator, auch richtig gut. Wrestling, WWE-Figuren mit genug Zubehör, dass man ein Leitermatch und was nicht alles machen kann auf seiner Spielebene. Richtig cool und gelungen. Ich weiß, das ist der Undertaker hier und der Rest, da muss ich passen. Ich kenne mich da mit den Figuren kaum noch aus. Das war alles vor meiner Zeit. Hier noch viele weitere Figuren. Ihr wisst wahrscheinlich besser die Namen dieser ganzen Charaktere. Ich kann hier nichts sagen. Es könnte noch Mark Henry sein, einer der wenigen Namen, die mir noch einfallen, aber genau weiß ich es auch nicht. Die WWE Elite und Basic. Bisschen Mischung aus Stoff mit Stoffteilen und Plastik, nicht schlecht. DC Universe,
auch verschiedenste Charaktere aus dem klassischen Bereich, wo mir hier Zartana als einzige, die ich kenne. Und das ist eine alte Green Laterne, das kenne ich auch nur an der Laterne und dem Logo. Ansonsten weiß ich nicht weiter. Masters of the Universe. Ihr seht, verschiedenste Figuren. 2010 sind die rausgekommen. Count Maso, Keldon. Könnte zur 2010er Serie kommen, weiß ich aber nicht genau. Evelyn, Optik, Grigor. DC vs. Masters. Ihr seht hier DC und Masters, und wo die beiden in den Classic Style und gegeneinander antreten. Nicht schlecht. Kann aber dazu auch nicht viel sagen. Hier haben wir den Speed Shop. Figuren oder besser gesagt Autos von Hot Wheels hier, das Ghostbusters Auto, das ist kultig. Mal sehen, was es noch gibt, was ich erkenne. Ihr seht hier, wenn Mustangs präsentiert und besondere Sachen. Hier sehen wir Zurück in Zukunft und auch das Ghostbusters Auto. Auch die werden immer mal wieder aufgelegt. Das macht das natürlich aus, dass man auch mal Filmtitel hat dazwischen. Ansonsten, ihr seht schon ganz normale Autos oder auch abgedrehte Autos. Hier mit einem vom Charakter von den Warner-Figuren. Ich wüsste jetzt aber nicht, wer das ist. Na, steht's da? Ne, steht nicht da. So, hier seht ihr auch Rennwagen, verrückte Autos. Aber hier sehen wir Ecto 1. Auch nicht schlecht. Auch hier ist ja futuristisch. Können auch Prototypen mal sein. Hier sind alte VW-Bus. Ja, hier auch so eine Basic Line 1969, so Wiederauflagen scheinbar, oder damals sind die aufgelegt worden, oder von damals sind das dann, weil die haben ja auch schon, ist ja schon seit 50 Jahren länger, und wird richtig cool. Ja, das scheint wirklich so klassische Linien zu sein, was damals rausgekommen ist. Hier die klassischen Le Mans Fahrzeuge, ihr seht, es war schon immer abgedreht, die haben immer schon was Besonderes versucht. Hier ein bisschen Science Fiction nebenbei eingebaut. Ja, und das auch modern, was kommt. Hier sehen wir Spawn-Autos mit Spawn-Bedruckung. Muss natürlich auch mal sein. Das ist eine schöne Werbung für den Ganzen. Hier so eine Werbung für den Thomas Hot Wheels-Katalog. Und wir sind wieder bei Wrestling. Classic Superstars Photo Price Guide. Ja gut, hier sehen wir ein Price Guide. Wir können uns die Figuren sehen in verschiedener Art, und das ist auch das Besondere an dem Thomas, dass auch mal ein Preisguide kommt. Hier sehen wir auch Hitman, der sieht nicht wirklich gut aus. Verschiedenste Figuren, die ihr hier seht, von den Classic, die es gibt. Hier seht ihr alles mit Nummern dabei, und dann könnt ihr das auch sehen, dass wahrscheinlich irgendwo ein Preisguide rausgekommen ist. Hier oben steht sogar ein bisschen was da, sind Preise, wie ich gerade sehe, von diesen Doppelsets und so weiter, von dem, was ihr hier als Sets gesehen habt. Ja. Ganz nett. Preise stimmen natürlich nicht mehr, hat sich komplett verändert. Hier auch noch mal ein paar Preise. Weil im Endeffekt, ja, ist das eben halt alles seine Zeit gewesen irgendwo, und ja, kann man noch dazu sagen. Es ist eben halt von 2010, das sind 12 Jahre, da verändern sich Preise. McFarlane hat auch gerne Sportfiguren rausgebracht: Eishockey, Football, Basketball. Ich verstehe von Eishockey so gut wie gar nichts. Und dann sind wir bei Spektakulär Spider-Man. Verschiedenste Spider-Man und Gegner in ihren Outfits. Immer natürlich mit neuen Gimmicks, damit man noch mehr sich kauft. Dr. Octopus, Dick, Hobgoblin, schwarze Spider-Man und dem, weiß ich nicht mehr, wer das ist. Ja, und hier haben wir auch weitere Secret Wars Figuren, ein bisschen im klassischen Style. Hier sehen wir Thor, Hawkeye, hier haben wir eine modernere Storm, oh, Mr. Fantastic, das Ding. Und Transformers zu Revenge of the Fallen. Ihr seht die Figuren eben halt sehr klassisch. Den habe ich auch noch mal selbst mal gehabt in einem anderen Design. Die sind teilweise auch wieder aufgelegt worden, eben halt im neuen Design und neue Optik, damit sie mal wieder mal, ja, wurden verwurschtelt, kann man ja so sagen, zur Neuauflage und so weiter, damit
Ja, das immer wieder, ja, damit man was draus machen kann halt, ne? Immer weiterverkaufen. Aber ich war nicht so ganz meine Linien irgendwo, also in dem Sinne, teilweise neue Namen verbracht, neue Verpackungen, das war's. Auch hier sehen wir, ne, Decepticon, hier haben wir Bloodgun als Panzer, der war auch nicht richtig beliebt. Hier haben wir nochmal einen Ironhide, der ist natürlich nur anders koloriert, aber der ist so rausgekommen. Hier haben wir dann einfache Transformers-Figuren. Ja, ist jetzt nicht das, was ich wirklich gesammelt habe. Ich habe ein paar von den Figuren gehabt. Ich habe immer noch ein paar, die ich aber nicht mehr behalten werde. Spectaros. Auch richtig coole Line. Hier sehen wir mal so ein bisschen klassischer Betrachtung. Eine Serie, die ich gar nichts zu sagen kann. Ist, glaube ich, auch nie so bei uns in Deutschland oder erschienen. Ne? Ritter auf Insekten. Sieht aber cool aus. Hier auch so ein riesen Playset. Und das war's auch schon. Die Werbung für Nachbestellung von dem Tomat. International. Hier haben wir dann so ein paar Figuren. Das sieht nach Doctor Who-Figuren aus. Hier haben wir Monopoly Car, was sie ein bisschen größer hatten, was bei Werbezwecken wohl irgendwo am Earls Court, also in London, stand. Ja. Schlümpfe, etwas Europäisches natürlich. Dann ein paar Soldaten der britischen Armee, ein bisschen im G.I. Joe-Style. Müssen auch sein. Und hier 10 Bad Character Likeness. 10 schlechte Figuren, wie sie gemocht sind. Platz 10 ist Sulla von Indy. Das Endoskelett ist von Terminator. Da sind wahrscheinlich diese Figuren nicht so gefallen. Hat Jack Sparrow, diese Figur. Dann haben wir Prinz Caspian aus Narnia. Ash von Army of Darkness. Lukes Final Duell. Irina Spalko von Hasbro, also von Indy 4 müsste das dann sein. Captain Kirk von Playmate Star Trek. Cairo Swordman von Indy aus dem Disney Park Version und Scarlett G.I. Joe von Rise of Cobra, die denen gar nicht gefallen hat, den Leuten. Ja, Werbung nochmal für den Tomat. Und hier haben wir Werbung für Avatar als letztes für die Figuren, weil der Film ja immer noch Gesprächsthema war. Ja, das war der kurze Let's View von diesem Tomat aus dem Jahre 2010. Ich freue mich über ein Like, ein Abo und ja, das Teilen. Über Kommentieren vor allen Dingen, sprecht mit mir. Das macht am meisten Spaß, mit euch darüber zu reden oder sich ein bisschen auszutauschen. Das Ganze. Ansonsten, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.